Einen wunderschönen guten Abend, schönen guten Tag. Ich freue mich, heute live zu sein. Und zwar, finde ich, steigen wir doch mal gleich ein in Berlin. Ganz wichtig, das ist hier die Sendung mit der Maus quasi. In Berlin, ganz wichtig, da ist der Reichstag. Und man mag es nicht für möglich halten. Die CDU hat tatsächlich in einem Imagefilm mit ihrem neuen Logo, haben sie es doch tatsächlich geschafft, nicht den Reichstag zu zeigen, sondern den Regierungspalast in Tiflis. Ist so etwas möglich? Das ist made in Germany. Deutschland ist wirklich, man muss sich die Haare raufen mittlerweile. Muss man sich vorstellen. Ein wichtiger Imagefilm für die CDU. Und dann zeigt man tatsächlich den Regierungspalast in Tiflis statt dem Reichstag. So sieht's aus. So, herzlich willkommen. Ja, heute geht es um Nancy Faeser natürlich. Die Dame hat sich ja jetzt wirklich mal so ein bisschen aufgerafft, ne, und ist jetzt endlich mal in die Fragestunde gegangen. Das Problem ist bei diesen Fragestunden mittlerweile in der Regierung, dass am Ende gar keine Antworten daraus entstehen, ne? Also ich lese mal kurz was vor, was der gute Mann von der Opposition, wir haben ja, glaube ich, Opposition ist ja, glaube ich, nur noch die AfD. Deswegen möchte ich hier ganz kurz, hallo erstmal an alle nochmal nebenbei. So, während der Befragung wirkte Faeser nervös. Ja, wäre ich auch an ihrer Stelle, wenn man sich überlegt, dass die Ministerin fürs Innere den Kabarettisten, Satiriker und schlechtesten Witzemacher, den das ganze Universum hat, den Böhmermann, kontaktiert und der mittlerweile wie so eine kleine Politennutte in seiner Sendung die Leute denunziert und dadurch die Rücktritte zustande kommen. Da muss man sich mal vorstellen, was in Deutschland so abgeht, oder? Was denken Sie da draußen? Also, ich versuche mal hier ganz schnell. Die Faeser antwortet natürlich, Vorwurf einer Instrumentalisierung des Verfassungsschutzes sei infam. Ja, das ist natürlich toll. Sie wissen, der Herr Haldenwang, der ist ja auch mit im Boot. Ach, das erinnert so ein bisschen an die DDR, finden Sie nicht auch da draußen? Irgendwie hat das doch DDR-Style mittlerweile, oder? Ich finde, wir sollten einfach noch die Mauer hochbauen und dann haben wir es doch wieder, gell? Stasi, Prügelpolizei, haben wir doch schon, ne? So, ich versuche das hier nochmal ganz kurz zu finden. Der gute Mann, nämlich von der AfD, der hatte nämlich direkt eine Frage gestellt. Ah, da geht es auch um die Migrationspolitik. Ah, da komme ich auch gleich nochmal drauf zurück. So, Faeser weicht aus. Ah, da ist die Frage. Da haben wir sie. Der AfD-Abgeordnete Martin Hess bohrt weiter nach. Muss man sich mal vorstellen. Offizielle Fragestunde und man muss nachbohren. 52% der Bevölkerung möchte einen Rücktritt von Nancy Faeser. Und das ist aussagekräftig und die gute Dame macht wie Herr Scholz und wie Habeck und wie Baerbock. Oh Gott, die Frau hat uns ja auch so blamiert mit dem China-Diktator. Mann, das kann man denken, aber das kann man nicht sagen. Und außerdem ist das auch eine Demokratie. Frau Baerbock, wir haben in Deutschland auch viele Kameras, wir haben auch mittlerweile so viel Verfassungsschutz, der alles kontrolliert. Das ist doch eine Demokratie bei uns. Warum soll das in China dann keine Demokratie sein, ne? Wann handeln Sie, also der AfD-Mann, wann handeln Sie nach Ihren eigenen Wertevorstellungen? Wann treten Sie zum Wohle unseres Landes zurück? Ist doch eine berechtigte Frage, nicht wahr? Also, und dann Faeser weicht aus. Sie antwortet, die AfD schüre mit ihrer Politik Ängste in der Bevölkerung und trage zu einer Spaltung dieser Gesellschaft bei. Nein, Frau Faeser, das sind Sie alle gewesen. Das ist Ihre Dreckspolitik. Das ist Ihre Scheißpolitik gewesen der letzten Jahre. Sie sind die Spalter und Sie sind die Hetzer. Und all diese Dinge, die Sie immer anderen vorwerfen, machen Sie im Grunde selber. So, und das brauchen wir jetzt gar nicht weiter hier. Das ist so eine Blamage wie für die Frau Faeser wieder. Aber ich weiß nicht, ob ihr es schon gehört habt, ne? Also die Frau Faeser, die hat ja jetzt eine ganz wichtige Aufgabe, einen ganz wichtigen Job jetzt noch. Die gute Dame, ja, die muss jetzt noch 9.000 Asylanten in Berlin, und ich spreche nur von Berlin, in Berlin unterbringen. Ja, 9.000 bis Dezember
Halten Sie sich fest. Ja, das ist doch was, oder? Ist doch eine Hausnummer, oder? 9000 Leute nochmal eben in Berlin schön rein. Also, Frau Faeser, ich habe da einen Vorschlag für Sie. Wir machen das folgendermaßen. Das ist ganz einfach. Ach so, Sie mieten ja auch Hotels an mittlerweile. Hotels, Gastronomie, muss man sich vorstellen. Erst treibt man diese Leute, die Hoteliers und Gastronomen in die Pleite. Ja, und dann macht man Asylantenheime draus. Ach, wie praktisch, nicht wahr? Ja, wie gesagt, 9000 Plätze werden fehlen noch. Noch, ne? Bis Dezember muss das irgendwie in Berlin gemacht sein. Frau Faeser, ich habe da einen wichtigen Vorschlag für Sie. Den sollten Sie mal machen. Ich würde Folgendes vorschlagen. Räumen Sie doch einfach mal alle ganz gemächlich den Reichstag und dann haben wir da mit Sicherheit 9000 Plätze übrig. Schön warm, schön kuschelig, oben auf dem Sonnendeck unter der Glaskuppel. Nicht zu verwechseln mit der Glaskuppel mit dem Palast in Tiflis. Ne? Das ist ganz wichtig. Frau Faeser, das ist eine Maßnahme. Nehmen Sie auch den Reichstag. Und jetzt werden Sie wahrscheinlich sagen, oh, was sollen wir denn, wir Politiker, jetzt machen? Erstmal Nummer eins ist, Sie sind doch sowieso nie da. Die Ränge sind doch meistens leer. Also brauchen Sie den Reichstag doch auch gar nicht, oder? Und vor allen Dingen, der Hammer ist ja, wissen Sie, dann gehen Sie doch mal wieder raus. Gehen Sie doch mal wieder an die frische Luft. Das fördert das Gehirn und so das Ganze. Gehen Sie doch mal wieder raus zum Bürger. Gehen Sie mal wieder an die Basis, damit Sie endlich mal begreifen, dass Ihre Scheißpolitik einfach nur zum Kotzen ist und sie überhaupt nicht mehr am Boden der Realität sind. Ich meine, eins, immerhin, Sie sind Rechtsanwältin, ja, Sie wissen, wie es läuft, sich schön dumm stellen. Aber ich, wie gesagt, ich würde vorschlagen, wir machen den Reichstag jetzt richtig schön zum Asylantenheim. Dann hat er auch endlich mal eine Funktion, weil mit dieser Politik braucht man so ein Gebäude tatsächlich nicht. Es ist eine Schande. Ihre Politik ist eine große Schande. Ich hoffe, dass es recht bald Neuwahlen gibt, denn wir haben ja nicht nur Frau Faeser, die zurücktreten müsste. Wir haben noch den Herrn Lauterbach, wir haben noch diesen kriminellen Herrn Scholz, wir haben dann noch, wen haben wir da noch? Denn den Habeck, ne, mit seiner ganzen Vetternwirtschaft, ist ja auch noch nicht ganz abgearbeitet, die Aktion. Ne? Also wir haben da einige. Also eigentlich können Sie sich in die Hände fassen und gemeinsam aus dem Reichstag gehen. Ne? Und dann lassen wir alle Syrer, alle, auch vor allen Dingen alle Kriminelle rein. Ne? Also, weil es ist ja auch üblich mittlerweile im Freibad, dass den Mädchen in das Höschen gepackt wird, nicht wahr? Frau Faeser, treten Sie endlich zurück, machen Sie endlich den Weg frei für eine vernünftige Politik. Also mit Ihnen da draußen ist in dieser Dreckspolitik ist es nicht möglich. In diesem Sinne, ich wünsche meinen Zuschauern einen schönen Abend. Es musste mal raus. Vielen Dank fürs Teilen. Kommen Sie in unser eigenes soziales, zensurfreies Netzwerk. Beiträge, in den Beiträgen ist alles drin. Und wenn Sie auf YouTube ja schauen, habe ich mal eine Bitte. Seit ungefähr 4 Jahren habe ich auf YouTube, 9.860 oder so. Ich schaff's da nicht, die 10.000 voll zu machen. Tun Sie mir einen Gefallen, ballern Sie doch mal einfach ein Abo rein, ja? Und auch hier auf Facebook. Ich danke ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich finde, es muss Neuwahlen geben, so schnell wie möglich. Und die Faeser muss raus. Wie gesagt, Asylantenheim, finde ich schön, finde ich in Ordnung. Vielleicht komme ich dann auch mal zurück. Tschüss, ihr Lieben, ne? Und immer schön tapfer Kopf oben halten. Tschüss!